Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Starfield. Was ist denn das eigentlich für ein Outfit? Ausstellungspuppe, öffnen. Ach, alles Tiefminen, okay, das wollen wir nicht. Wo ist er hin? So, kann man hier raus? Kann man das aufmachen? Ich glaube nicht. Wir müssen hier jetzt aber nochmal zurück durch. Rahmen. Da brauche ich jetzt mal. So, da haben wir den nächsten. Jetzt brennen wir, warum auch immer. So. Naja, wir können es besser brauchen. Da. War dick. Tut mir leid, dass ich die jetzt eigentlich so angreifen muss. Ich habe das schon tausendmal gemacht. Den Eagle nehmen wir mal mit. Okay, jetzt sind die ein bisschen höhere Level. Und waren die erstmal. Was ist ein Kodama? Auch eine Waffe. Nein! Wir müssen auf jeden Fall alle jetzt ausschalten. Maelstrom. So, die Waffe will ich auch mal mitnehmen. Es tut weh. Es tut mir echt leid, dass ich die jetzt alle ausschalten muss. Computer fordere ich. Da liegt ein Toter. Das sind die Gefängniszellen oder wie? Computer erforderlich. Okay, knacken wir das mal. So. Warte mal, ich würde dann vielleicht lieber. Na, warte, wir können den hier nehmen. So, dann brauchen wir hierfür okay, da haben wir ein kleines Problem. Wir können jetzt nur die beiden nehmen. So, wie sieht es bei dem aus? Den könnten wir hier nehmen. Hier. Ja, oder... Ne, der passt nur hier hin. Okay, der passt hier nicht rein. Dann können wir den aber zumindest hier nehmen. Und den dann hier hin. So, der könnte hier reinpassen. Nein, warte, rückgängig. Einmal komplett. Okay, den lassen wir hier. Den hatten wir ja genommen gehabt. Der könnte hier reinpassen. Ah, okay, dann nehmen wir den hier. Und den hier. So, welcher könnte dann hier reinpassen? Wir haben keinen mehr mit zwei. Das heißt, wir können nur noch den hier nehmen. Mit dem.
Den könnten wir nehmen für hier. Und das dann hier hin. Ja, dann könnten wir das nehmen. Und die beiden. Okay, dann können wir alle Zellen mal Türen öffnen. Türen werden geöffnet. Oh, da waren Tierchen drin. Upsi, was hab ich denn gemacht? Ich glaube, das war jetzt eher weniger schlau. Autsch. So, was ist mit dem? Den. Komm und hol's dir. Hier lag doch aber noch irgendwo einer. Hier. Alles andere als schlau, was ich hier gemacht hatte. Ja gut, habe ich es ein bisschen ruiniert. So, was hat er hier? Credits? Wäre der Teilchenzünder? Da draußen ist was. Wer war hier? Wo war jetzt jemand, der geschossen hat? So, ich will das jetzt mal einmal knacken hier. So. Der hätte hier auf jeden Fall schon mal Platz. Der hier wiederum nicht. Der hier auch nicht. Der hier aber. Der könnte hier irgendwo rein. Der könnte hier rein. Dann wenn ich... Ah, okay. Der könnte aber hier noch rein. So. Der passt hier noch rein. Den packen wir mal dahin. Ja, komm, machen wir den hier rein und den hier hin. Immerhin passt... Ah, der passt hier perfekt. So, und Tür öffnen. Gucken wir mal, was es hier gibt. Helmentdecker. Ach, nehmen wir mit. Zwar alles gestohlen, aber egal. Okay, hier gibt's nichts mehr. Jo, hier wird's übel. So, Medipack nochmal.
Das ist ja richtig übel. Was zum... Hör auf damit! Was? Autsch. Aaron September. Okay, mir gefällt er gerade gar nicht hier. Bull? Warte mal, vielleicht benutze ich den hier mal. Raptor. Vielleicht macht der hier mehr Sinn. Ist das alles? Aha. So, was hat der hier? Warum auch nicht? Eine Rettungsaxt, okay. Komm, einmal drauf gehen, ja? Alter, hier sich durchzuballern. Alles andere als einfach. Nein, doch nicht. Barrett? Gut. Warte mal, ich brauche vielleicht noch ein paar von den werfbaren Items. Giftgasmine, Kontaktgranate, Kryomine. Nutzen wir das hier mal. So, nieder mit dem! So, haben wir die schon mal weg? Kalibriert Tombstone, Söldner-Rucksack. Jetzt trage ich zu viel. Jo, was hat der denn für eine? Ah, okay. Autsch. Der ist mir ein bisschen zu stark gerade. Der ist mir zu stark. Wie schnell der sich wieder regeneriert hier. Vorsicht! Okay. Raptor auch noch. Alter. Du bist tot. Gib nicht mal eine Narbe. So, Bull will ich jetzt loswerden. So, komm, Bull. So, Bull haben wir. Hoppala. Barrett ist nicht derjenige, den ich angreifen wollte.
Komm, Barrett, hilf mir! Jetzt hänge ich hier fest. Okay, jetzt haben wir hier alle. Barrowmesser, Kalibersplitter, so, Langava, Osmium-Dolch. Das war jetzt aber auch ein Kampf. So, erstmal alle wieder looten. Gesundheit. So. Der hat hier einen erstmal schönen Penis. Das nehmen wir alles mit. Wo sind hier noch mehr Tote? Da haben wir noch ein paar Tote. Und hier. Die tun mir aber alle auch ein bisschen leid. So, gehen wir mal hier entlang weiter. Oder hier hin. Hast du was Nützliches gefunden? Nützlich nur zum Verkaufen, sagen wir mal. Eon hatte. Ah, warte, ich kann ja wieder hier drauf wechseln. Und nochmal voll machen. So, wo ist denn eigentlich der Captain hier jetzt? Traumapack nehmen wir mit. Autsch. So, gab auf jeden Fall jetzt einiges an Punkten hier. Wo sind Sie hin? So, aber wo ist jetzt der Captain? Sprich mit Barrett. Ich würde noch nicht mit ihm sprechen wollen. Hey, wenn du mal Zeit hast, plaudern wir. Ja? Ich wollte mich noch bedanken, dass du mir mit der Crimson Fleet geholfen hast. Ich hätte das locker alleine geschafft, aber es ist schön, ein Team zu haben. Kein Problem, Constellation-Kollegen hilft man doch immer gerne. War doch keine große Sache, also kein Stress. Was hättest du ohne mich gemacht? Bedank dich doch am besten mit ein paar Credits. Worum geht's nochmal? Matsura? Du weißt schon. Der Crimson Fleet-Pirat, der mich vor einer Weile gefangen gehalten hat. Ich wollte nur Danke für die Rettung sagen. Ach so, kein Problem. Es ist einfach schön, zu einem Team zu gehören, oder? Teil eines größeren Ganzen zu sein. Da draußen kann so viel schief gehen. Verlässliche Kollegen sind da Gold wert. Deswegen bin ich auch schon so lange bei der Constellation. Es ist gut, Leute zu haben, die einem aus der Patsche helfen. Introvertiert, also ich mag es nicht, von anderen abhängig zu sein. Ich bin froh, dass ich Teil eines Teams bin. Vertraue Menschen, nicht Organisationen. Wie oft landest du denn bitte in der Patsche, Barrett?
Exakt so oft, wie es nötig ist. Aus der Patsche kommt man oft noch zum Erfolg. Erst ärgert man sich, aber hinterher war es nützlich. Okay, ich vertraue Menschen auf jeden Fall. Sehr klug. Ja. Nicht Organisation. Vertrau auf Dinge, die auch dir vertrauen können. Ich vertraue jedem, bis er mir zeigt, dass ich es das nicht kann. Gegenseitiges Vertrauen ist der Schlüssel. Mein Vertrauen muss man sich erst verdienen. Ich sag mal so, ich bin erstmal wirklich, ich bin so ein Mensch, ich vertraue jedem erstmal, bis man mir genau zeigt. Weißt du, ich bin auch Optimist. Genau, ich bin Optimist. Das nutzen manche Leute aus, aber das ist dann ihr Problem, nicht meines. Deswegen fühle ich mich in der Constellation auch wohl, weil Vertrauen das Fundament ist. Apropos, deine Arbeit für die Constellation war beeindruckend, sehr beeindruckend. Danke, Bill. Ich kann mit ihm auch flirten, okay. Du hast mir die Zeit in der Constellation klar versüßt. Wie lange bist du eigentlich schon in der Constellation? Ziemlich lange. Irgendwann erzähle ich es dir mal. Dafür brauche ich aber eine schöne Tasse Tee. Ja, okay, danke, Barrett. Das wollte ich nur erwähnen. Schließlich hatten wir kaum Zeit zu reden. Zugegeben, durch die Constellation habe ich viele großartige Möglichkeiten. Und doch ganz schön viel Stress. Wer weiß, wie mein Leben sonst verlaufen wäre. Es wäre wahrscheinlich um einiges ereignisärmer gewesen. Ich wäre ein vollkommen anderer Mensch. Und ich wäre niemals Irwin begegnet. Und hätte ihn verloren. Wir können unmöglich wissen, was hätte sein können. Jeder hat jemanden verloren, das gehört zum Leben dazu. Ich hoffe, ich wecke hier keine schlechten Erinnerungen, Barry. Wer ist Irwin? Irwin Mardani war mein Mann. Und er war ein genialer Biologe, der ein paar Jahre vor mir zur Constellation gekommen ist. Er ist nicht mehr bei uns. Er hatte immer so strahlend gelächelt, wenn ich wiedergekommen bin. Strahlender als jeder Stern. Wir können was ist Irwin zugestoßen? Der Krieg ist passiert. Er ist in das Kreuzfeuer zwischen den UC und dem Freestar Collective geraten. Das war direkt nach seinem Job auf Gagarin. Irgendwas Schreckliches. Ich weiß nicht mehr genau. Wie war Irwin so? Nett, dass du das fragst. Alle haben immer gesagt, er wäre das komplette Gegenteil von mir. Still und schüchtern. Aber das war nicht so. So war er nur, wenn andere Leute da waren. Wir können unmöglich wissen, was hätte sein können. Ich hoffe wirklich, hier keine schlechten Erinnerungen. Ist nicht deine Schuld, Captain. Es ist nur, seit du diese Kraft hast, muss ich daran denken. Irwin ist seit über 20 Jahren tot. Manchmal kommen Erinnerungen hoch, wenn man es am wenigsten erwartet. Tut mir leid, Barrett, mir fehlen die Worte. Wenn du darüber reden willst, ich bin für dich da. Warum beschäftige ich das jetzt plötzlich wieder? Gerade auch die Frage ist eigentlich sehr berechtigt, weil wir hier mitten in einem Kampf sind. Aber warum beschäftigt dich das jetzt plötzlich? Erzähl mir etwas Schönes über Irwin, eine gute Erinnerung. Na gut. Er war ein Biologe und spezialisiert auf Botanik. Er liebte Pflanzen über alles. Jahrelang hatte er auf unseren Reisen eine dabei. Sie hatte sogar einen Namen. Das hatte ich schon fast vergessen. Vielleicht nehme ich dein Angebot noch an, Captain. Ich muss erst einmal darüber nachdenken. Wo ich davon rede, ein kleines Abenteuer wäre jetzt genau die richtige Ablenkung. Wir sind doch gerade mitten dabei. In einem Abenteuer. So, das nehmen wir mal mit. Lassen wir doch ein paar Sachen hier und komm noch mal her. Ich brauche aber die Sachen, hallo? So, Pale Ale, nee. Alkohol nehmen wir jetzt mal nicht. Aber Lebensmittel können wir gönnen. Das können wir hier auch.
So, okay, wo sind die anderen? Oh, Digi, die trägt nice. Ich glaube, wir müssen einfach runter. Hier müssten jetzt gleich noch ein paar kommen. Das wird lustig. So, machen wir mal auf. So, das könnten wir hier öffnen. Und das hier. Das könnte ich hier auch noch reinpassen. Das ist schon mal super. Aber ich guck mal eben. Das könnte da reinpassen. Ja, perfekt. Dann das hier. Und das hier. Okay. Der war einfach. Nein. So. Fehlt Orion und Breach. Nochmal Muni. Ich finde das schon mal super, dass wir hier so viel Waffen und Munition kriegen können. Habe ich hier noch was vergessen, übersehen? Ne. Ich glaube nicht. Doch, hier. Gehört jetzt uns. Ja. So, dann nur noch hier entlang. Du bist tot. So, hier sind noch irgendwo zwei. Ist ein bisschen übel. Hammer, Klebeband. So, die Dinger nehmen wir auf jeden Fall alle mit. Aus dem Weg. Noch eine Wassermelone. Können wir direkt verbrauchen. So, Tür verriegelt. Müssen wir auch mal knacken. So, mal schauen. Was würde hier Sinn machen? Ich glaube, der würde hier Sinn machen. Oder? Der könnte auch Sinn machen. Der kann hier Sinn machen. Alter, wie geil. Okay, dann nehmen wir den hier hin. Und den hier schon mal. So, dann erstmal den. Der passt hier schon mal rein. Und der hier. So, der passt hier auch. Perfekt. Umso besser dann. Geil, haben wir auch aufgekriegt. Ernsthaft? Ah, da waren wir gerade. Okay. Gehen wir mal hier entlang. Hier müssen ja noch ein paar Leute kommen. Ah!
Tauchschuhen, okay. Alle tot. Selbstbedienung. So, aber wo ist jetzt der Captain? Wo ist der Captain hin? Waren hier nicht noch diese schleimigen Dinger? Hier waren doch eigentlich ein paar mehr, oder nicht? Kann ich das aufmachen? Anscheinend kann ich das nicht aufmachen. Aber hier fehlt noch jemand. Den Captain müssen wir auch noch erledigen. Gut, können wir vielleicht sogar auch abschießen, das Ding hier, vielleicht das Schiff? Dürfte ja niemand mehr drin sein, oder? Autsch. Wir wurden auch zerstört? Okay, warte. Moment. Muss ich vielleicht die anderen Dinger erstmal kaputt machen? Ach nein! Alles wieder von vorne. Meine Augen. Alles von vorn. Oh nein. Das ist ja übel. Okay, dann habe ich jetzt keine Lust mehr hier. Ich werde alle abschießen, aber ich werde hier nicht mehr alle sammeln. So, warte mal. Habe ich hier nicht den Drumbeat vielleicht? Nutzen wir den hier mal. So, Raptor machen wir auch noch fertig. So, nochmal den Trauma-Pack. Was ist mit dem, hä? Ja, bleib liegen. Komm. So, ich will jetzt aber den Captain hier einmal erledigen. Wo ist denn der jetzt? Hier ist er nicht. Wo ist denn Captain Petrov?
Was haben wir hier? Komme ich hier auch wieder raus? Ich glaube, hier komme ich nicht mehr raus. So, wo ist denn Barrett hin? Ich scheiße jetzt auch wirklich auf all den Loot. Und ich erledige einfach die Leute nur. Irgendwo müssen die noch sein. Da. Wo sollen die weg sein, was? Barrett aus dem Weg? Hier ist irgendwo noch einer. Ah. Okay, das wird nix. Also zumindest auf diese Art nur. Muss ich vielleicht einmal kurz vorher speichern, bevor ich aufs Schiff gehe? So, dann werden wir einmal schnell speichern müssen. Hier. Ah, hier automatisch speichern. Okay, macht es jetzt so. Ist dann viel, viel besser, wenn es jetzt automatisch speichert. Dann können wir das automatisch hier einmal laden. Moment, nein, schnell! Alter! Das sind schon schwere Dinger. Autsch. So. Okay, dann haben wir das zumindest so erledigt. Oh, da ist Loot. Haben wir es doch überstanden. So, auf nach Alpha Centauri dann. Also, jetzt geht's los. Okay, diesmal ging das aber auch deutlich schneller. Ich hoffe, es ist mir jetzt niemand sauer, dass wir die alle umgelegt haben. Behalten und auf Scan vorbereiten.
Achtung, du wurdest als gesuchter Verbrecher identifiziert. Sofort antworten, sonst eröffnen wir das Feuer. Was? Du wirst gesucht. Halte sofort das Schiff an und lass uns an Bord, sonst eröffnen wir das Feuer. Keine Sorge, ich mach keinen Ärger. Die UC Security kriegt einen am Ende immer. Merkt ihr das? Okay, ich hoffe aber, das Artefakt bleibt dann bei mir im Inventar. Ja, okay, ein paar Granaten und so. Ich hoffe nur, das Quest-Item ist noch bei mir. Ich weiß nicht, ob die Varun-Fanatiker im Weltraum leben. Du wirst beim Betreten der Stadt gesehen. Okay, überladen sind wir aber immer noch. Okay, die beiden machen sich auch schon mal auf den Weg. Alter, wie viel wird mir da jetzt gerade abgezogen? Wird mir echt schon ein bisschen viel abgezogen. Oh, 500 Credits wurden nach Hause zu meinen Eltern geschickt. Hab schon lange nicht mehr gesehen, dass das kommt. Wo sind übrigens meine Eltern hier? Okay, kein Kopfgeld. Einen schönen Aufenthalt. Jo, dank schon. So, dann auf in Master Street. Auf zur Loge. Kann ich helfen? Lass einfach zur Loge gehen. So kannst du helfen. Endlich mal wieder seit langem eine actiongeladene Folge. Muss ich auch sagen. So, jetzt müssen wir aber auch erstmal wieder ein bisschen langsam laufen. Und dann später wieder ins Unterdeck. Wir müssen einiges verkaufen. Wir haben ja einiges eingesammelt. So. Dann schauen wir mal. Bin mir jetzt auch nicht sicher, wie viel haben wir jetzt insgesamt an Artefakten. Wladimir, Vlad, bitte kommen. Habe ich noch mehr? Du hast keine neuen Artefakte, die du hinzufügen könntest. Schade. Wie viele gibt's denn davon? Wie viele muss ich jetzt sammeln? Ich würde das schon gerne wissen. Die Komm des Auges macht keinen Mucks. Da ist niemand zu erreichen.
Klingt nach Ärger. Mach mich gleich auf den Weg. Noel! Sternenblut! Wie aus dem Nichts! Wladimir! Raus da! Er ist schon weg! Sagt er wolle... zur Loge! Halte durch, Wladimir. Wir holen dich raus. Sarah! Sie... sie atmet noch, aber... oh Gott! So viel Blut! Hallo, Constellation! Bitte kommen! Wer bist du? Was hast du unseren Freunden angetan? Man nennt mich den Hunter. Und da ich jetzt hier bin, ist die Allheit Vergangenheit für euch. Aber wir wollen doch niemandem etwas tun. Die Allheit? Was soll das denn jetzt sein? Bin schon unterwegs. Sag Lebewohl zu deinen Freunden. Ist bald vorbei. Vergiss uns. Der sternblütige Drecksack will die Artefakte. Lass nicht zu, dass er sie kriegt. Bring die Sammlung irgendwo hin, wo die sie nicht finden können. Verdammt. Wladimir hat recht. Wenn wir die Artefakte wegschaffen wollen, müssen wir das Sternenblut aufhalten. Und die Leute auf dem Auge? Die können wir nicht einfach sterben lassen. Dafür ist es wohl zu spät. Wir müssen hier bleiben, die Artefakte. Ich lasse niemanden zurück. Ich werde unsere Leute auf dem Auge retten. Können wir nicht ohne die Artefakte abhauen? Ich lasse niemanden zurück. Ich verstehe dich ja. Aber hier haben wir bessere Chancen. Ich weiß nicht, wie lange das mit den Artefakten dauern wird. Ich... fange gleich damit an. Verteidige die Loge sollte oder begib dich zum Auge. Aber nur, wenn das blöde Händezittern aufhört. Leute, Entdeckung! Und wo? Glaubst du wirklich, er platzt durch die Vordertür rein? Genau, so. Walter. Ich will Sarah retten. Wenn du gehst, verbarrikadiere ich die Tür, sobald du raus bist. Wir können dich da nicht mehr reinlassen, egal worum es geht. Ich gehe zum Auge. Passt auch auf euch auf, Leute. Ja, du aber auch. Was war da passiert ist gerade? Ich gehe Sarah retten. Meine Frau, hallo? Ein hoher Preis. Ja, da glaube ich, auf jeden Fall. Ich hoffe, die schaffen es da drin, ne? Die Artefakte können wir von den Sternblütern ja zurückholen, aber hier, Vlad, Sarah und so, ich weiß jetzt nicht, ich bin einfach viel zu viel überladen gerade. Ich muss gleich alles mal einlagern. So, Raumhafen. Vor allem, ich kann ja jetzt nicht einmal schnell hier zum Schiff mich teleportieren. Schnell reisen. Machen wir mal so. Ich guck mal, ob wir auch alles noch einlagern können, was wir haben. So, einsteigen. Ganz schnell alles einlagern und dann schnell, so, warte, wo haben wir... Hier. Spind des Captains. Hier können wir alles mal reinpacken. Waffen. Das kann weg. Das. Die hier alle weg. Wieso habe ich den nicht
Wieso habe ich Revenant nicht favorisiert? So, Anzüge. Der kann weg. Der kann weg. So, Kleidung, Arbeiter, blau-grün, weg. Sonstiges. Kann weg. Und nochmal hier Waffe. Packen wir mal den dahin. Aber ey, wir müssen Sarah retten, ja? Wenn die auf der Sternwerft ist? Nicht die Sternwerft, das Auge meine ich. So. Und schnell. Frag mich jetzt, auch, was heißt jetzt diese Allheit? So, ganz schnell. Und einsteigen. Diesmal habe ich es echt vermasselt. Normalerweise tickt niemand schneller als ich. Mach dir keinen Kopf, Sam. Bin froh, dass du okay bist. Über deine verletzte Männlichkeit reden wir ein andermal. Steh auf. Waren da noch andere Sternblüter? Ich habe ihn genau gesehen, bevor er mich ausgenockt hat. Seine Haltung. Sein Selbstvertrauen. Er arbeitet allein. Mach dir keinen Kopf, Sam. Bin froh, dass du okay bist. Ich glaube, ich lasse es erstmal etwas ruhiger angehen. Aber ich werde schon wieder. Den Sternen sei Dank. Okay, gucken wir mal. Wo sind die anderen? Wie geht's denen? Luke ist immer noch unzugänglich. So, da hinten. Andrea? Er kam aus dem Nichts. Waren da noch andere? Hat nur einen gesehen. Okay, ich bin hier. Danke. Andrea. Ich kann mich zwar noch nicht bewegen, aber ich komm durch. Geh nur. Okay. So. Sarah. Dem Himmel sei Dank. Du bist okay. Genau das wollte ich auch sagen, Sarah. Halt bewusstlos und denk trotzdem zuerst an die anderen. So, waren da noch andere? Hab keine gesehen. War aber auch immer wieder ohnmächtig. Was ist passiert? Wir sahen das Sternenblutschiff erst andocken, als es schon zu spät war. Bis wir endlich in Stellung waren, ging schon die Türen auf. Wir haben ihn erst nicht gesehen. Dann segelt Wladimir direkt in den Kontrollraum. Und das Sternenblut steht einfach... da. Der Rest ist ein Nebel aus Adrenalin und Schmerzen. Mhm. Und halb bewusstlos und trotzdem denkst du zuerst an die anderen. Schlechte Angewohnheit. Okay, weiter. Okay, Sarah. Und hier Vlad.
Du lebst. Cricks Geist kann noch warten. War der Hunter das einzige Sternblut? Hab kaum was gesehen, bevor bei mir das Licht ausging. Wie schlimm steht's um das Auge? Weiß nicht. Das Sternenblut hätte noch viel mehr anrichten können, hat ihn aber wohl nicht interessiert. Wie kam der Hunter rein? Wir hatten das Schiff am Auge andocken sehen und uns die Waffen geschnappt. Aber als die Türen aufgingen, war keiner da. Wie ein verdammtes Phantom. Hab nichts gesehen. Dann plötzlich ein scharfer Schmerz und schon war ich weg. Keine Ahnung, wie lange. Aber als ich zu mir kam, hat er damit geprahlt, zur Loge zu gehen. Während unsere Freunde blutverschmiert von ihm wegkrochen. Komm, lass mir dir auch helfen. Keine Tränen für die Alten. Kümmer dich um die anderen. Okay, auf zur Loge. Sarah, kommst du mit oder bleibst du hier? Ich glaube, die bleibt hier. Geh dann ganz schnell zur Loge. Ich will jetzt nicht wissen, was da jetzt, so. Zur Karte. Ich kann da jetzt nicht direkt so. Okay. Wieso kann ich da jetzt nicht hin? Bereits an dieser Position, hä? So, ich will zur Mission. Wieso kann ich nicht zur Quest? Landen nicht möglich. Also hier landen. Landeziel festlegen. Ich will hier landen. Ich verstehe jetzt gerade was nicht. Ich will doch einfach ganz normal landen da, also in. Okay, hier ist auch ganz cool, aber ich heb mal lieber wieder ab. Wo haben wir jetzt? Da hinten haben wir die Loge. Kann ich da jetzt landen? Landeplatz. Hä? Begib dich zur Loge. Wieso kann ich da jetzt nicht hin? Na, jetzt ernsthaft, warum geht das nicht?
Ich kann weder in Masters... Wenn ich jetzt einmal ganz kurz hier hinreise... Und dann wieder darüber. Vielleicht klappt das dann. Beginne Angriff. Was? Ach nee. Oh. Kraft ist offline. So, die Drecksekliptics. Ich könnte ein paar Satzzeichen. Ich würde mich über ein paar Credits. Auflastung. Nein, danke, das passt schon. Okay, wir nehmen Credits. Lässt sich einrichten. Vielen Dank für die Hilfe. UC Ende. So, jetzt will ich aber dahin. Jameson, wieder zurück. Ich hoffe, das klappt jetzt. Dass wir da jetzt landen können. Ich weiß jetzt nicht, was das Problem war. Also, ich muss wahrscheinlich erstmal gescannt werden, ne? Okay, wir sind fertig. Landen. So, jetzt kann ich da landen. Okay, die Loge. Was war das denn jetzt für ein komplizierter Mist? So, in den besiedelten System kannst du Auspost auf jeden Planeten oder Mond mit fester Oberfläche errichten. Ja, auf gasförmigen Planeten oder ich sag jetzt mal flüssigen Planeten, wird das wohl schwieriger. So, aber jetzt hier rein. Schnell. Wir machen jetzt ein bisschen länger, die Folge. Weil das schon doch ein bisschen spannend ist. Barrett? Medizin, deine Werte sind... Nein, Barrett. Barrett? Ich bin's, Sarah. Zu spät, es tut mir so leid, Barrett. Ich muss doch irgendwas tun können, dich zusammenflicken. Ich krieg das hin. Nein, das ist nicht... Du musst aufstehen, Barrett, steh auf. Irgendwas tun können? Du kannst jetzt nichts mehr tun. Es ist gleich vorbei. Barrett. Wir machen weiter. Wir bringen dein Abenteuer zu Ende. Alles okay. Finde deinen Frieden. Er ist tot. Alter, was? Wir können es nicht ändern. Komm schon. Vasco? Ich scheine nur schwer statt kritisch beschädigt zu sein. Welch ein Glück. Gut, dass du okay bist, Vasco. Dass Sie unbeschädigt geblieben sind, ist Ihre Alternative ebenfalls vorzuziehen. Draußen ist noch jemand? Matteo, Katri? Es ging schnell, als du weg warst. Oh je, Matteo, verarzten wir dich erstmal? Wir hielten ihn auf, während Noelle im Untergeschoss durch die Tür entkam, die zum Unterdeck führt. Okay, warte, ganz schnell. Oben muss noch jemand sein. Was ist mit Sona? Lebt die noch? Das arme Mädchen! Das arme Kind! Walter, alles okay? Hat ganz schön
gedauert? Ich bin da, Walter. Noelle! Sie ist vielleicht noch in Gefahr. Im Untergeschoss ist eine Geheimtür, die direkt zum Unterdeck führt. Das wäre der sicherste Fluchtweg für sie gewesen. Okay, Noelle, schnell. Wo ist Donna? Wo ist das Mädchen überhaupt? Geht's ihr gut? Das arme Kind, die müsste jetzt voll traumatisiert sein und scheiße, dass Barrett tot ist. Aber jetzt erstmal schauen, dass wir die anderen irgendwie in Sicherheit bringen, retten können. Okay, ich habe keine Ahnung, wo das Mädchen ist. Ich hoffe, vielleicht hier irgendwo in Sicherheit. So, okay, Unterdeck. Das machen wir eben noch. Dann ist die Folge halt ein bisschen länger. Oder je nachdem, wie lange es dauert, ich schneide das einfach in zwei Hälften. Kann auch sein. Wenn das dann eine 2-Stunden-Folge wird, dann halbiere ich das einfach mal. So, Sarah, hilf mir. Da ist Noel. Zurück! Ich... Oh, Gott sei Dank! Gott sei Dank! Gott sei Dank! Noel, du bist okay. Bringen wir dich in Sicherheit. Ich habe die Artefakte noch, aber wo bringen wir sie hin? Ah, da bist du ja. Hätte nicht gedacht, dass du zum Auge läufst. Du kriegst die Artefakte nicht. Zweimal werde ich sie dir wohl kaum durch die Finger schlüpfen lassen. Der Hunter? Was? Wieso ist er zweimal da? Alter! Warte mal. Was habe ich aktiv? Frieden des Köpfers? Hier, Gravitationswelle, Präkognition, Reaktorschild, erzeuge ein Schild aus reinem kosmischen Licht, der Gegner Projektile schwächen und sogar zurückwerfen kann. Den machen wir. Warte mal, haben wir... Wir benutzen den hier mal. Yo, der... Der ist ja richtig geil. Wo ist der hin? Sind die hier weitergelaufen? Wo sind die hin? Alter, was? Alter! Alter, was geht denn hier ab? Ja, was? Okay, hier auf jeden Fall Massenpanik, kann ich nachvollziehen. Jetzt. Hallo! Hallo! Ich stecke hier jetzt fest! Leute! Weg da! So, wo muss ich hin? Weißt du, warum die Kristallität überall zu sein scheint? Weil sie viele Anlagen aufgegeben und haben die privaten Stützpunkte eingerichtet.
Hey. Ah. So, nur den da. Okay, jetzt muss ich nur noch dahin. Alter, was geht denn hier ab? Unterdeck? Bin ich? Okay, dann wahrscheinlich Raumhafen. Alter. So. Hey, mach mit dem Buchspack hier mit dem Geschehen. Yo. Komm, einfach drauf gehen, ja? Alter, wie viel Leben? Wie viel Leben soll ich noch verlieren? Alter, wie viele Zivilisten der jetzt hier tötet. Alter. Ich muss die im Stich lassen, leider. So, kommt schnell an Bord, ja? Anders schaffen wir das nicht. So, einsteigen, komm. Warum kann ich jetzt nicht einsteigen? Okay, Cockpit direkt. Startsequenz initiieren. Wir wissen nicht, ob dieses Sternenblut noch lebt. Alter, ich finde das gerade richtig heftig. Und New Atlantis tut mir jetzt gerade auch sehr, sehr leid. Die Stadt. Und die ganzen zivilen Opfer gerade. Das war doch interessanter als erwartet. Ich frage mich, was du jetzt wohl mit dem Armillar vorhast. Übrigens, besiegt man mich gewöhnlich nicht im Kampf. Respekt. Ich finde, du hast dir eine Belohnung verdient. Andres Frames Randoms hinzugefügt? Ich dachte, ich hätte dich getötet, aber du kommst immer wieder zurück. Das Armillar? Meinst du damit etwa die Artefaktsammlung? Wir wollten den Sternblütern nichts böse. Warum tust du das? Ich habe einfach den kürzesten Weg zum Ziel genommen. Aber ich werde es jetzt ruhiger angehen. Alles voll auskosten. Und das Armillar? Ich dachte, ich hätte die getötet.
Die Allheit. So, schnell zum Auge. Boah, ich finde das gerade echt schade, dass Barrett tot ist. Musik ist aber auch gerade sehr laut, finde ich. So, und einsteigen. Ich würde mich freuen, wenn die Musik mal ein bisschen ruhiger wäre. Schwarzen See. Ihr seid in Sicherheit. Und die Artefakte? Die Loge? Barrett hat es nicht geschafft. Wir entkommen also dem Sternenblut, müssen uns dafür aber mitten ins Herz stechen lassen. Wir müssen über Schutzmaßnahmen reden. Loge und Auge sind nicht sicher. Der Hunter meint, er würde uns in Ruhe lassen. Die Sternbüter wollen die Artefakte. Sie müssen hier weg. Ohne das Auge finden wir aber keine weiteren Artefakte, stimmt's? Die Station umzubauen hat Jahre gedauert. Sie zu reparieren wird Zeit kosten. Aber sie aufzugeben und neu anzufangen, wäre noch schlimmer. Die Sternbüter wollen die Artefakte. Da hast du wohl recht. Der Hunter, er hat uns bestimmt gefunden, weil wir in stark bevölkertem Gebiet waren. So haben die Sternblüter dich ja auch im Orbit von Neon gefunden. Aber wenn sie uns bei der Artefaktsuche als Konkurrenten sehen, dann wissen sie selbst nicht genau, wo sie sind. Also verfrachten wir die Artefakte irgendwo in die Randgebiete oder auf irgendwas, das ihnen entwischen kann, wenn sie nochmal zuschlagen. Bringen wir sie auf mein Schiff, würde ich sagen. Ich kann einen Außenposten bauen, gut verteidigt. Das macht die Loge oder das Auge aber auch nicht sicherer, oder? Bringen wir sie auf mein Schiff. Gute Idee. Wenn die Sternenblüter aufkreuzen, kommst du mit dem Grafantrieb sofort überall hin. Hier, bring die Artefakte in Sicherheit. Wir treffen uns dann wieder in der Loge? Du kannst jetzt auf deinem Schiff und in deinem Außenposten das Amylar bauen. Um dein Schiff mit einem Amylar auszustatten, öffne den neuen Amylar-Bildschirm im Cockpit deines Schiffs. Um einen deiner Außenposten mit einem Amylar auszustatten, starte im gewünschten Außenposten den Baumodus. Du findest dort die neue Kategorie Quest, die das Amylar enthält. Was? Sarah? Begleitest du mich wieder? Noelle und Wladimir haben recht. Die Artefakte müssen hier weg. Alter, das muss ich aber auf jeden Fall verarbeiten. Wir haben Barrett verloren. So, das Amylar können wir bauen. Aber... Warte, was haben wir da jetzt oben? So. Da haben wir irgendwas Neues. So, das Amylar bauen. Du kannst das Amylar jetzt bewegen. Dort, wo du das Amylar aufstellst, sind Angriffe durch die Sternblüter wahrscheinlicher. Wählst du die Artefakte in deinem Inventar, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit überall. Okay.
Dafür ist das Bildschirm da. Alles klar. Aber ich würde sagen, ich mache dann jetzt doch vielleicht schon mal Ende. Ich hatte jetzt gedacht gehabt, das würde länger dauern hier. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich muss da irgendwie das jetzt verarbeiten, dass Barrett tot ist, das, was wir hier jetzt durchgemacht haben. Was das jetzt für eine krasse Verfolgungsjagd eigentlich war. Was das für ein krasser Typ ist. Ich frage mich, wie es den Leuten da auf in New Atlantis jetzt geht. Da gab es ja einige Tote jetzt. Ja, müssen wir mal schauen. Aber vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao.